Wir haben in einigen Gebieten, so scheint es, Umerziehungslager eingerichtet. Dort, wie man vermutet, dort erziehen sie die Dissidenten. Die Menschen mit der anderen Meinung und die Menschen, die nicht konservativ genug sind, um. Man soll sich hier überall all den anderen Personen unterordnen und auch devot sein. Man soll den Herren und Herrschaften immer zu gehorchen und spuren, wie sie es wollen. Das wollen sie den liberalen Kräften im Land beibringen. In manchen Orten dort laufen Drogendealer herum und Zuhälter. Doch niemand hält sie auf. Man lässt sie gewähren. Man solle auch den Sadisten, wenn sie zu dir kommen, alles durchgehen lassen und auch alles mit dir machen lassen, was sie mit dir machen wollen. Wenn du jemanden fragst, wer hilft dir dabei oder was kann man dagegen machen, dann kommt die Antwort: Da kannst du nur die AfD wählen, denn die konservativen Kräfte, sie würden, wenn sie an der Macht kommen, schon aufräumen. So wird es wahrscheinlich in vielen Ländern gesagt. Und so kommen die konservativen Kräfte an die Macht in den Ländern. Dass man dann aber auch andere Weltanschauungen und andere Einstellungen zu den Themen der Bevölkerung mitwählt, das wird dir keiner sagen. Man hat Ängste auf sich stehen, sie bedrohen dich und sie wollten dich sogar schon umbringen. Zusammenschlagen, das haben sie schon gemacht. Und sie lachen heute noch spöttisch über dich und über die guten Menschen und sie erzählen sich auf ihren Dorffesten ihre Geschichten, wie sie arme Personen das Land, also naja, das Leben zur Hölle gemacht haben und sie ausgegrenzt haben und wie sie die armen Personen konditioniert und geschlagen haben. Sie wollen ihnen beibringen, dass ihre Meinung hier nicht zählt und dass sie kein Recht mehr haben, kein Bürgerrecht mehr haben und dass sie sich jedem Menschen unterordnen müssen, dass sie den Herren zu Willen sein müssen und dass sie, wenn es ihnen nicht mehr hier gefällt, doch auswandern können. Sie wollen die Demokratie aushöhlen und abschaffen. Sie wollen eine Diktatur der Herrschaften und das Unrecht und der Ungleichheit unter den Menschen manifestieren. Ich mache dort schon sehr lange nicht mit, aber ich musste erfahren, was das dann heißt.